Soll ich noch meine Armee ein bisschen verbessern? Wie viele Zerstörer haben wir noch? 9, also gebe ich mal noch einen Zerstörer. Momilos haben wir genug. Von denen haben wir eigentlich auch genug. Also, gib alles her, was wir hier haben. Und errichte mal hier zwei weitere Tempel. So, dich können wir jetzt hier hoch verlegen. Da ist schon mal der erste Tempel errichtet. Skopos? Skopos? Yuji? Burek? Burek? Yuji? Los. So. Skopos? Los. Yuji. Unsere Armee sieht bereit genug aus, dass ich sie da drüben hin verschieben kann. Was so? Wirbelsturm auf der Stelle, um ihre Militäreinheiten dorthin zu transportieren. Da habe ich mich jetzt vertan. Okay. Du bitte wieder da drüben hin. Das heißt, wir kümmern uns zuerst um den Feind in der Mitte. Ja, weil wahrscheinlich hier hinter dem Zaun ist der Feind im Norden. Okay, wir müssen jetzt noch... Wie viel lange warten? 20 Sekunden, dann können wir wieder. Und ich baue doch mal einen Konterstand, weil da kann ich Kero-Ballisten erschaffen. Noch eine Reliquie bei einer Valkyrenstatue. Und ich denke mal, da unten müssen wir uns dann hinporten, um den Feind im Norden zu erwischen. Okay. Alles, was Militär ist, landet jetzt langsam dort. Und dorthin verschieben wir auch unsere Gebäude. Als nächstes bitte den Tempel, sobald die Militärkaserne verlegt wurde. So. Was fehlt uns gerade? Goldsammler, so. Wenn ich den Tempel verlege, fliegt die Reliquie raus. Sieht nicht danach aus, das ist gut. Das heißt, ich kann mir hier die Reliquie schnappen. Und sie in unseren Tempel bringen. Als nächstes das teuerste Gebäude, etwas weiter vorgelagert. Hierhin. Oh doch, die Reliquien sind zurückgeblieben. Ah. Da fällt mir gerade so ein. Nein, der ist zurückgeblieben. Okay. Das heißt, hier wird ein neuer Tempel gebaut und du lagerst die Reliquien da ein. So, da das eine Weile dauern kann, verbessern wir die Konterkaserne. Hier drin können wir dich noch verbessern. Die schicken wir einfach mal da hoch. Und ihr könnt hier schon mal ein bisschen randalieren gehen. Und ja, das sieht cool aus. Die transportieren nämlich die Reliquien auf ihren Karren. So. Gold. Und da kommt schon der Gegenangriff. Ihre mythischen Einheiten haben eigentlich keine Chance gegen uns. Nur ihre normalen Einheiten. So, schicken wir mal ein paar Momilos und Zerstörer los. So. Dich noch da weg. Burek. Ist los.
Tilas moke. Bure. Tilas moke. Bure. Yuji, ma. So, meine Zerstörer mal wieder auf die Festung loslassen. Und ich würde gerne an die Reliquie ran. Der Achillespanzer ist nämlich mächtig. So, komme ich ran? Ja, ich komme ran. So, ihr haltet euch jetzt mal alle zurück. So, Zerstörer sind abgegradet. Oh. Und das waren die Bärensträucher. Das heißt, als letztes muss ich noch da oben lang. So, du bringst die Reliquie mal weg. Du kannst die Reliquie da oben noch einsacken. Und ja, ihr, weil die beiden Zerstörer schon mal vorgerannt sind, greift ihr hier das Lager von den Roten an. Die Zerstörer wie immer aufs Dorfzentrum. Dann wird das nämlich am schnellsten eingerissen. Und ja, die Konterkaserne. Ich denke mal, bei unserem Bevölkerungslimit derzeit brauchen wir die gar nicht mal verlagern. So, macht da oben alles dem Erdboden gleich an Tempeln und Langhäusern. Da ist auch nochmal ein Langhaus. Ich denke mal, die beiden da reichen vollkommen aus, die Hütten einzureißen. Ihr reißt das hier ein und guckt mal kurz nach da drüben. Ah, da ist noch eine Reliquie. Sehr schön. So, und damit ist das Lager damit auch zerstört. Und wir können hier oben den Tempel einreißen. Ein weiterer Tempel wurde zerstört. Und hier kommen wir nicht durch. Gut. Meine Armee lasse ich mal wieder die Felder einreißen. Gut. Reliquien scheinen alle verstaut zu sein. 4 Stück waren es, glaube ich, ja. Was haben wir denn hier? Ein paar goldene Löwen. Werden gerade nicht erschaffen, weil wir wahrscheinlich... Gebäude mit Reichweite besitzen mehr Angriffsstärke. Also werden nicht erschaffen, weil wir beim Bevölkerungslimit sind. Dorfbewohner sammeln Holz und Gold schneller. Ja, sehr schön. Oh, ach ja. So, mehr da. Und Armee nach da drüben verschieben. Und du kannst nach hier verlagert werden. Und wir sind hier wohl direkt schon beim feindlichen Lager. Ach, da sind ja unsere Löwen.
Jo, das ist der letzte Feind. Und ja, hier wären noch ein paar Felder gewesen, aber die ignoriere ich jetzt dezent. Der Feind hat uns nämlich kaum was entgegenzusetzen. Und wieder Frostzauber. Na, diesmal hat es fast die ganze Armee getroffen. Nicht sehr freundlich. Wie sieht meine Armee denn so aus? Murmelos. Hauptsächlich Murmelos. So, haut mal alles an Murmelos raus, was geht. So, ich habe schon mal zwei Kronos-Tempel. Der dritte folgt dann gleich. So, euch gleich mal upgraden. Und ja, man sieht, meine Zerstörer sind noch gut dabei. Erstmal das Langhaus einreißen. Dann den da einreißen. Für die Dekonstruktion müssen wir noch etwas warten. So. So, reißt den Turm bitte ein. Und dann macht hier noch ein bisschen kaputt. So, noch mehr Truppen. Auch wenn es jetzt langsam reichen müsste. Der letzte Tempel ist zerstört. Ja, das heißt, wir können dich hierhin versetzen. Und fertig. Wie sieht's mit Truppen aus? Raten wir ab. Und können alles mal hierhin porten. So, dass wir da noch den Rest einreißen können. Der Sturm ist vorüber. Wir können uns den Turm nähern. Bringen Sie Castor in die Nähe von Odins Turm. Ja, da müssen wir hier nämlich durch. Weil alle anderen Wege, sieht man, sind verschlossen. Herr Joes. Mark. Also es gibt ein bisschen Andeutung, dass man hier hätte durch können an den Stellen, aber nö. Durch kommt man nur hier drüben. Oh, und wir haben neue Löwen. Wie nett. So, Castor. Castor ist hier. Unsere Waffen können dem Turm nichts anhaben. Nur der Zauber der Dekonstruktion, dem Kronos uns verliehen hat, genügend Macht, um Odins Turm zu schädigen. Mhm. Dekonstruieren Sie Odins Turm mit Hilfe des göttlichen Zaubers Weltwunder dekonstruieren. Ja. Weil Odins Turm gilt als Weltwunder. Als oberster Tempel des Odins auf Erden bildet dieser Tempel das Zentrum von Odins Macht und Einfluss. Von Thor eigentlich errichtet, steht dieser Turm an einem Abgrund, der für Sterbliche nicht erreichbar ist. Er wird von einem immerwährenden Gewittersturm umgeben, der ihn vor allen Angreifern schützt, die sich in die Nähe wagen. Annäherung auf eigene Gefahr.
Viele andere Tempeltürme und Schreine wie diese existieren in den entlegenen und gefährlichen Gebieten der Welt. Sie werden immer durch natürliche Phänomene und Wächter, sterblich oder unsterblich, beschützt. Ja, nur dass jetzt gerade der Turm dekonstruiert wird. Jo. Hat geklappt. Da ich aber jetzt bald wieder an der Aufnahmezeit bin, mache ich hier jetzt wieder unser gegenwärtiges Resümee. Also wir haben Grüße aus Griechenland hinter uns gebracht. Nach der Bedrohung durch die Griechen zieht Kasso nach Griechenland, um Klarheit zu erlangen. Ja. Wir haben Odins Turm geschafft. An der Spitze einer atlantischen Streitmacht segelt Kasto gen Norden, um den Wikingern eine Lektion zu erteilen. Und als nächstes kommt die alte Reliquie in Ägypten. Die Atlanter ziehen nach Ägypten, um König Amanra etwas Wichtiges zu nehmen. Eigentlich Königin Amanra. Hoffentlich hat die nicht schon jeder vergessen. Das ist nämlich die ägyptische Heldin gewesen, die Akanthos getroffen hat. Ja gut, ich würde sagen, bevor wir uns mit dieser Mission hier beschäftigen, da die auch ziemlich langwierig ist, mache ich erstmal wieder einen kleinen Cut. Also gehen wir hier raus ins Hauptmenü und da verabschiede ich mich mal. Bis gleich.